Ehret seine letzten Worte. Ich wette, Matthäus schafft es nicht, meinen Namen in 25 Minuten zu schreiben. So ein kleines Gefängnis-Pop-up wäre niedlich, damit man die Verbannten nicht vergisst. Stimmt. Stimmt. Ach, was mit Mummeln? Das Mummeln machen wir nicht heute. Das machen wir nicht heute. Einen Tag müssen sie auf jeden Fall draußen bleiben. Und wenn ich nächstes Mal streame, erinnert mich bitte dran, dass wir dann den VIP von wie ist er nochmal? Shadows 4, glaube ich, oder? Shadows 4. Fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen vom VIP. Wie kann ich... Doch, Shadows 4. Den VIP von Shadows 4 aufheben, damit Tyler Durden frei wird. Okay. Sodle. So, jetzt schaue ich mal. Eine Runde Solo EFT mit Mental. Okay. So. Möchte jemand wetten, ob ich eine Solo-Runde überlebe? Nee, wette ich nicht. Ich überlebe die nicht. Wir machen die Cam hier unten hin. So, wir laden die Profildaten. Okay. Hey, was ist denn das hier? Was ist das? Warte, was ist das? Wow, Chat! Geil ist das denn? Guck mal hier! Versichern. Lohnt sich ja richtig krass. Okay, eine Killer-Armor auch. Ein Helm. Das ist ein komplettes. Einen kompletten Bild haben wir da bekommen. Kompletten Loadout. So, ich wette, Matteo überlebt einen Pistol Run nicht. Nee, einen Pistol Run schaffe ich auch nicht. Okay, wir machen erstmal zum Reinkommen. Hä? Chat, wurden die Server resettet oder so? Warum ist denn mein Scav auf 19 Minuten? Ah, krass, wir haben einen Gefängnis-Command. Das ist ja nice. Gab ein kleines Update. Eben war Wipe. Okay. Ja, dann müssen wir 19 Minuten in Scav Run probieren. Immer mein Charakter. Also, ich habe mir letztes Mal eine VSS zusammengebaut. Da steht jetzt VSS Budget. Weil die VSS ist gar nicht teuer. Also, wenn wir mal hier auf Preset gehen. Ich muss gleich mal pinkeln übrigens. Open. So, hier. So, wenn wir die jetzt Find Parts machen, machen wir hier keine Barter Deals, aber in Rubel. Drücken OK. Dann kostet diese Waffe mit Magazin 121.000 Rubel. Das ist nicht mehr eine Budget-Waffe. Aber, ja, die Muni ist nämlich teuer, genau. Die Muni ist teuer. Und wenn ich noch ein Ersatzmagazin kaufe, kostet es auch nochmal 30.000. Ja, SPP ist teuer. I know. Aber man kann doch SP5, könnte man theoretisch auch spielen, oder? Ja, man kriegt sie günstiger als 121.000. Naja, diese Teile hier kosten ja allein schon so viel. Also, die Waffe hier gibt es für 39.000. Ja, man kriegt die echt billiger, wenn man die selber sucht. Stimmt schon. Wenn der Stock schon dabei ist. Aber guck mal, der Stock ist auch nicht teuer. Die Abdeckung ist auch nicht teuer. Das hier ist auch nicht teuer. Ja, man bekommt es wahrscheinlich billiger. Kauf als Ersatzmagazin nur die 20er. Wo ist Leon? Leon streamt heute nicht. Deswegen bin ich alleine. Deswegen habe ich so Angst. Mann, ich würde richtig ungern, würde ich jetzt... Habe ich noch irgendwelche Ersatzwaffen, die ich benutzen kann? Irgendwas, was nicht... Oh, ich könnte die AKSU spielen. Okay, wir könnten als Warm-up einen Run
mit der AKSU spielen in Factory oder so. Matteo sei Alpha, ich bin so krass Alpha. Mental, du hast Gierfehl des Todes. I know. Geh da raus, du bist der Wolf. Okay, wir gehen jetzt, wir machen es so. Wir gehen jetzt in, oder spiele ich die VSS? Ey, komm, scheiß drauf, dann spielen wir die VSS. Oh, nee, ich spiele die AKSU, weil die will ich eh nicht spielen. Also die will ich dann, das macht mir nichts aus, wenn ich die verliere. So, wir schauen mal rein. Also, dann nehmen wir die Killerweste, ziehen die an, nehmen den Helm, nehmen Comtex. Wir nehmen nicht das Alpha-Rig, wir nehmen hier das Blackrock. Da ist ja sogar noch ein Magazin drin, lol. So, dann nehmen wir was zum Heilen mit. Ah, da muss ich sogar was kaufen. Painkiller haben wir zwei Stück noch. CMS nehme ich das hier noch mit, was über ist. So, was passt denn hier für Munition rein? Unload Ammo. BT haben wir hier. Dann kaufen wir mal noch mehr BT. Wie viel werde ich realistischerweise schießen, bevor ich sterbe? 2 Schuss? 3 Schuss? Kann nicht mehr, oder? 0? Bloß nicht Factory Boy. Warum? Meint die Factory ist nicht gut? Vote Reserve? Soll ich Reserve gehen damit? Okay, aber mal, lass mich erstmal hier gucken. Die haben es alles weggekauft. Warum sind immer nur so Mini-Dinger drin? Ja, war mir klar. Fuck. Oh, ich hab's gekauft! Oh, fuck. Ich wollte gar nicht so viel. Na gut. Jetzt haben wir so viel. Okay. So, dann nehmen wir noch ein Ersatzmagazin mit. Oder habe ich hier noch Ersatzmagazine drin? Was wäre denn hier für das Ersatzmagazin? Lass mal Link Search gucken. Weapon, Gear Mods, Magazine. Gibt es hier ein 45 Round Magazine? Hä? Ist das die richtige. Sind das die richtigen Magazine für die Waffe? Ist ja voll günstig, oder? Leon meinte, Shoreline für PMC Solo sei gut. Das sind 3-Slot-Magazine. Da brauchst du 3 Slots. Habe ich nicht 3 Slots? Nee, ich habe nur 2er-Slots. Hm. Wo steckt denn die dann hin, wenn mein Rig voll ist? Ich sag, Mathilde wird heute öfter sterben als rauskommen. Was ist, wenn ich einmal überlebe und dann einfach nicht mehr weiterspiele? Auf dem Boden? Okay, dann ist scheiße. Dann müssen wir 30 Round, die sind 20 wahrscheinlich, oder? Dann kaufe ich mal eins davon. Dann müssen wir irgendwie 30 Rounds überleben, wenn wir das große leer geschossen haben. Okay, ich gehe jetzt erstmal pinkeln, Chat. Ich lade es erstmal voll. Okay, wie viel Schuss nehmen wir mit? Nicht zu viel. Machen wir da rein, das machen wir da hin. Okay. Oder mache ich jetzt schnell ein Loadout? Nee, ich gehe jetzt pinkeln. Ich gehe jetzt schnell pinkeln. Dann komme ich wieder zurück. Matteo Mayo spielt gerade auch EFT, falls du dich carryen lassen willst. Ja, aber ich spiele jetzt nur 2-3 Runden. Das lohnt sich gar nicht, Mayo da zu belästigen für. Ich komme gleich wieder, Chat. Ich pinkel gerade mal. Aber ich würde prinzipiell schon gerne mit Mayo spielen. Aber wie gesagt, ich mache nur so 2-3 Runden. Ich komme gleich wieder, Chat. Ich gehe kurz pipi.
Was? So, bin wieder da. Okay. Ah! So, was ist irgendwas passiert? Nee. So, also, lass mich einmal zwei Solo-Runden machen. Und dann passt es schon. So. Also. Matteo, Wipp oder Ripp, wette, ob du öfter stirbst, als du rauskommst. Nee, ich habe heute schon genug Leute gebannt. Das ist mir zu viel. Es reicht. Für heute reicht's. So, also wir haben einen vollen Helm. Wir haben Painkiller. Ich würde trotzdem gern eine Runde, würde ich gern Factory spielen. Habe ich irgendwie Bock drauf. Ich sag, du kriegst nicht mal einen PMC tot. Alter, Frozen Freak. Du willst mich triggern, oder? Du willst mich triggern. Schaffst du auch. Wir schauen mal rein. So, ich mache hier Ersatzmunition mit. So, dann nehmen wir, was nehmen wir noch mit? Wir brauchen nichts zu essen und zu trinken für... So, warte mal, wir nehmen einen Saliver. Warum ist Splint? Ja, wir nehmen einen Alu-Splint mit. Okay. So, Charakter. Wir nehmen den Anusplint hier rein. Wir nehmen das Lever hier rein. Wir mappen das schon mal. 4, 5, 6, 7. Guten Morgen. Sorry für die Frage. Weiß man schon, wann der nächste Wipe ist? Ich wollte gerade schon wieder morgen sagen. Wahrscheinlich in 3-4 Monaten oder so. So. Okay. Gehe ich so da jetzt rein? Spielt der Süße heute nur Tarkov? Ich habe noch keine Sekunde Tarkov gespielt, aber ja, ich werde heute nur Tarkov spielen, weil ich gehe der Nacht nach Hause. Granaten. Wir können eine Granate. Ach Quatsch, Leute. Entweder finden wir Granaten, oder ich lebe nicht mehr so lange wahrscheinlich. So, sonst habe ich, glaube ich, alles. Wir haben Healing. Wie gesagt, Essen, Trinken brauche ich nicht für Factory. Escape from Tarkov. Der ist dann auch in 8 Minuten fertig. Das heißt, wir machen jetzt hier den PMC-Run. Factory, wir gehen 15 Uhr rein. Next, next. Wir versichern mal die Sachen, auch wenn ich nicht glaube, dass sie rauskommen. So, ich gehe einfach davon aus, dass ich das einfach wegwerfe. Das ist jetzt mal ein Warm-Up-Run. So, ready. Etwas leiser. Ist es zu laut? Ah, ich glaube, Dings muss man mal leiser machen, ne? So, ist es so besser, Chat, oder? Warte mal. Gar nichts geändert. Ist es so besser? So, viel Glück der Herr. Ja, vielen Dank. Okay, unser Ziel ist es. Was ist mein Ziel? Chat, was ist mein Ziel? Überleben? Sterben, leben. Lebend rauskommen. All in jetzt. Rauskommen. Okay, ich mache eine Wette auf, Chat. Ob ich lebend rauskomme, ja oder nein?
Also warte mal. Ja, genau. Komme ich lebend raus, ist die Frage. Okay. Drei Extract-Camper killen. Ja, wenn da welche sind. Oh Gott. Tony Hawk blockt. Aber nicht direkt rausrennen. Nein, nein, wir müssen zumindest einen Scav killen oder sowas. Keine Ahnung. Okay, es geht los. Fuck. Okay. Ich mach die Wette wieder zu. Okay, müsst mich ein bisschen guiden. Gib mir mal so ein paar Tipps, was man so machen muss. Also schießen, schreib so, schießen, ducken, nachladen, heilen, sowas. Okay. Hab ich einen Late Spawn? Warum ist hier schon auf? Wo bin ich hier überhaupt? Hey, war ich hier schon mal? Hier hat sich gerade ein Typ über mir gedreht. Oder ey, die Geräusche müssen weg bei oh Gott. Ey, nee. Das ist ein Scav. Hey, wo habe ich denn die Stimme gehört? Crap Loot. Okay, warte, wenn ich die Rubel hier drin habe, da habe ich ja schon den Run, hat es ja schon gelohnt. Wo habe ich den Dude gehört? Okay. Highground suchen, ja. Wie komme ich denn aber hier hoch? Wir können versuchen, von da drüben über die Bridge zu gehen, über die Stahlbrücke und dann versuchen. Ey Leute, die Sounds. Das ist richtig asozial. Leute! Wo war? Was ist das? Wo ist denn der Typ, den ich gerade höre?
Wir sind Steps hinter mir. Da drin ist einer direkt hinter der Wand. Man sieht ihn auch so leicht. Hinter mir Steps? Ey! Danke für die Subs, Leute. Gate 3, Cellars. Was ist ein Cellars nochmal? Und Gate 0. Ich muss Gate 3 raus. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? Noch 11. 11 Minuten. Ja, wir sind vorne, Step. Пошел!
Das habe ich auch gehört, aber die sind doch über mir, da wo ich gerade eben beim ersten Mal war, oder nicht? Oh, jetzt höre ich. Ist über mir, oder? Waren das Metallsteps? Jetzt raus. Ja, wir haben noch Zeit. Nicht so greedy werden, ja. Oh! Was ist der Wert, Chat? Der ist was wert, glaube ich, der Schlüssel, oder? Oh nein, ich habe ein Rundenmagazin weggeworfen. Weiß noch jemand, wo ich nachgeladen habe? Sieht es jemand? Unten oder oben? Der Stufe, ich sehe es halt nicht. Bin ich blind? Ach da.
Das ist ein Spieler. Fuck. Kann ich rennen? Nein. Zwei. Knew it. Ja, ich hätte mir Painkiller reinballern sollen, aber ich hatte. Scheiße. Ja, das waren zwei Stück, ne? Der eine hatte einen Laser, einen blauen Laser. Schade. Aber ich habe den Key rausgeholt. Und ich glaube, die unten, das war einer von den beiden, war ein Scuff-Spieler, oder? Zwei Keys. Ja, aber der eine Key ist nichts wert. Warum hast du überhaupt die ganze Zeit da gecampt? Ja, weil die ganze Zeit neue Spieler kamen. Das war eigentlich voll die gute Posi. Aber zu zweit, schade. Painkiller und laufen und trotzdem nice run. Ja, ich hätte mir den Painkiller wirklich reinbrettern sollen und direkt zurückrennen sollen. Na gut. Lass mal gucken, wie viel der Key wert ist. So. Willkommen in der Welt der Solos. Ja, Solo ist halt einfach. Ey, das Spiel, ich weiß, also ich glaube, ich würde es zu Hause alleine gar nicht spielen oder so. Das ist mir echt zu krass. So, wir haben diesen Key hier rausgeholt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und den Sixpack-Key. Filter bei Item. Lol, der ist ja gar nichts wert. Also erstmal nicht geschafft. Ich dachte, der wäre voll was wert. Das ist ja voll die... Fuck. Mann. Für was ist denn der? Military Base Key. Oh, fuck. Ja, knapp 2 Millionen. Ganz knapp. Spiel Factory im Dunkeln, dann siehst du das Grauen nicht. Ja. Dammit. Ich mache noch mal einen Run. Aber ich weiß nicht, wo. Oh, ich glaube, ich würde gerne mal Customs spielen. Und ich nehme mal hier alles mit. So, also wir nehmen das Alpha Rig. Wir nehmen hier das Ding mit rein. So, wir hauen das voll. Wir nehmen noch Ersatzmunition mit. So, letzter Run, dann bin ich aber auch aus. Ich muss morgen ja nach Berlin. Aber was meint ihr, was ist mit First Scav? Was meint ihr? Labs? Nee. Spandau meinst du? Ja, ist Spandau nicht Berlin? Oder ist das ein Ortsteil, oder? Keine Ahnung. Ist jemand getriggert, wenn ich sage, es ist dasselbe? Erst Scav-Runde. Ach so, stimmt. Wir wollten eine Scav-Runde machen. Ey, dann machen wir jetzt direkt mal die Scav-Runde. Aber welche Map? Welche Map? Resurf? Wollen wir mal Resurf roamen? Mal gucken, ob da was ist. Mal 6 Uhr morgens. Next. Okay, wir gucken einfach mal Resurf. Aber ich kenne mich da halt gar nicht aus. Da müsste mich so ein bisschen guiden, ne? Spandau gehört nicht zu Berlin. Ah, okay, okay. Interchange? Interchange kenne ich mich noch weniger aus. War mal eine eigene Stadt, wurde dann von Berlin geschluckt. Ah, okay, I see. Spandau, größer Berlin. Ich spiele immer Inter mit Scuff alleine. Ja, da kann man auch, glaube ich, richtig geiles Zeug rausholen. Woods beste Map? Auf keinen Fall. Also von allen Maps, inklusive Factory sogar, finde ich Woods am schlechtesten. Aber weil man da A, nicht viel rausholen kann und B, ist, das mag ich einfach nicht, einfach nur Wald. Also da gibt es einfach nicht viel. Customs beste, ich mag Customs auch sehr gerne. Spandau ist für Berlin, was Bayern für Deutschland ist. Hm?
Ich kenne Resurf und Shoreline, weil Leon mir das für einen Anfang geraten hat. Ja, ich habe halt. Ja, Shoreline habe ich auch zu wenig alleine gespielt. Wird es ein Video davon geben, wenn du deine Wettschulden einlöst, Matteo? Das muss Max entscheiden. Seine. Kann er handeln, wie er will. Oder muss ich mal gucken? Warum gibt es denn Wurzwald? Das ist eine gute Frage. Wette? Ah, was für eine Wette machen wir? Ob wir lebend rauskommen? Okay. Ausgezahlt haben wir. Wir machen mal auf. Wette ist, ob wir lebend rauskommen. Er meinte, Resurf ist am besten für Scav-Runs und Shoreline für Solo-PMC, aber keine Ahnung. Wieso bin erst Level 4? Okay. Mann, ich hätte mir direkt einen Painkiller reinballern sollen. Und dann hätte ich zurückfallen sollen, weil ich weiß, dass es zwei sind. Die hätten mich. Ja. Habe das Spiel noch nie im Team gespielt, war schon oft vorm Bankrott. Glaube ich. Ich glaube, ohne Scheiß, wenn man das hier alleine spielt und man spielt oft PMC, kann ich mir richtig vorstellen, dass man richtig oft sein ganzes Geld verliert einfach. Ja, Scav braucht man gerade nicht suchen, dauert bis zu 20 Minuten. Echt? Ich warte mal bis 5 Minuten. Wenn er da nichts findet, machen wir einen PMC-Run. Ja, Solo ist am Anfang echt hart, ja, ist es wirklich. Finde ich gar nicht so. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Also, wenn du halt krass bist, dann nicht. Aber wenn man halt so wie ich ist, dann kriegt man halt nur aufs Maul, wenn man Solo rumläuft. Ich verliere eher, wenn ich im Team spiele. Alleine kann man besser die Steps etc. hören. Deswegen glaube ich, dass Zweierteams am geilsten ist. Weil bei Zweierteams kannst du immer noch genau sagen, so, okay, das sind die Steps von meinem Mate und das sind Steps von was anderem. Und ich glaube, Zweierteams ist so der Sweet Spot, weil du hast immer noch einen krassen Vorteil, wenn du gegen einen alleine spielst, weil du halt aber zwei Winkel hast. Ich hatte Glück und habe bei Level 3 schon eine Lab Red Keycard gefunden und bin direkt raus. Kann nur den Markt noch nicht nutzen. Ist das dein Ernst? Also eine Red Keycard oder eine Lab Keycard? Ich hatte als Scav eine. What? Auf Custom reicht auch eine Pistole oder eine SKS mit guter Muni. Hab noch nie einen Kill nicht gekriegt, weil mir Vollautomatik oder so gefehlt hat. Ja, aber sobald man in Gebäuden ist, ist Vollautomatik schon ein Vorteil. Mantle hat denselben Schnauze wie der in Tarkov für 20k Rubel. Ja, nicht so ganz krass, aber ja. Du könntest eine Brücke bauen und ihn dann looten, wenn er mit der Brücke abstürzt und stirbt. Das ist eine gute Strat, glaube ich. Hab nachgeschaut und hatte einen Inventar, bin dann auf Google und direkt raus, weil ich dachte 20 Mille, lull. Also 20 Mille plus. Alter, eine Red Keycard ist halt wie im Lotto gewinnen in dem Spiel. Und ich wusste nicht, dass Red Keycards ganz normal, wenn man als Scav spawnen können. Da würde mir halt so die Pumpe gehen, wenn ich als Scav spawne und dann habe ich so eine Red Keycard in der Hand, dann würde ich halt kotzen. Labkarte hatte ich zweimal, musste aber wegen Geldmangel verkaufen, wie auch zwei Shoreline-Keys. Boah, das ist bitter. Das ist krass bitter. Oh, wir haben was gefunden, glaube ich. Naja, Jay hatte auch schon eine. Ja. Oder auch nicht. Ist halt komplett random equip, okay. Okay. Hatte auch im letzten Patch als Scav einer gefunden. Der Raum war sonst sogar gelootet. Oh, fuck. Ich gehe mal auf Einzelschuss. Alter,
Also mit einem Red, also mit einem, nicht Red Dot, mit Himmelkorn werde ich hier einfach gar nichts töten. Ich glaube, ich höre nichts, oder? Da drin ist, glaube ich, gar nichts, oder? In der Halle sind Shots. Es war in der Halle, oder? Da sind Raider. The fuck? Das sind doch keine Raider, oder doch? Ich meine, die müssen ja gegen was kämpfen. Oh mein Gott! In Paracord! Okay, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich glaube, ich habe gerade was gehört, oder? Warum bist du wegen 200k raus? Ne, weil ich Skeft bin. Chat. Habt ihr hier gerade was durch die Wand backen sehen? Genau da vorne. Nein. Hab nur ich das gesehen? Da ist das durch die Wand, da liegt einer drin.
Zigaretten. Was ist das? Was? Ich glaube, ich habe draußen was gehört, oder? Was haben wir denn für Exits als Gav? Sewer Manhole, Bunker Hermetic Doors. Heating Pipe. Heating Pipe kenne ich. Mit Headset sieht deine neue Frisur echt schick aus, Matteo. Ey, danke, Turi. Nennt dich Schüsse, Matteo. Das sind Schüsse. Okay. Okay, ist Bullshit. Oh, ein Saft. Scheiße, kein Space. Kann nicht mal richtig nachladen. Okay. Kommen wir leben raus. Also mein Ziel ist jetzt einfach zu den Heating Pipes zu gehen. Und da einfach rauszugehen. Aber wahrscheinlich werde ich auf dem Weg dahin erschossen. Wo sind denn die Heating Pipes? Die Dinger, oder? Ich verpiss mich einfach ohne Feindkontakt und hol das Paracord raus. Okay, ein bisschen Plus haben wir gemacht. Versuch doch mit einem PNC gemeinsam rauszukommen für den guten Extra-Loot. Ja, aber... wenn ich da spawne, wo Matteo spawnt, kriege ich immer Hole in the Fence oder CP Fence, lol. Jetzt kauft ihr noch den Eispickel. Ich hab den, Chat. Guck mal. Warte mal. Jetzt. Ich hab den Eispickel schon. Oh, da ist noch ein Messer. So. Naja, zumindest Paracord rausgeholt. Okay, mache ich jetzt noch einen Run oder gehe ich nach Hause? Eigentlich würde ich gerne nach Hause gehen. Hier, ich habe die Red Rebel, habe ich mir mal gekauft. Die habe ich mir mal gegönnt. Hm. Ist Andi eigentlich noch Chatkönig? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, den Titel gibt es gar nicht mehr bei uns. Habe ich aberkannt. Das ist verfallen. Ich würde vielleicht noch einen so einen Billig Run machen. Obwohl, wenn dann alles oder nichts, oder?
Budget Run, ja, so einen halben Budget Run vielleicht. Also ich würde nicht die erste 58 spielen. Vielleicht, ey, lass mal die VSS spielen, komm, scheiß drauf. Obwohl, das ist dumm, ne? Wir haben hier noch SP5 und wir haben noch SP6. Davon müssen wir aber so einen Haufen kaufen. Und BP haben wir auch. Full Gear. Budget Run bei 9 Millionen, das ist lame. Okay, dann versuchen wir einen normalen Run auf Customs. Mal gucken, was passiert. So, ich nehme Cracker mit. Schuss haben wir dabei, das haben wir auch dabei, das haben wir auch dabei. Paragot brauche ich nicht. So, ich brauche jetzt verschiedene Sachen. Ich brauche Helme. Filter bei Item. Fuck, der wurde nicht repariert. Die Sau! Okay, dann kaufe ich mir eine Killerweste. Ich über eine Wishlist habe ich die, glaube ich, drin. Da. Ne, hier. So, die ist auch nicht repariert. Kriegen wir, aber die ist noch, die hat noch relativ gute Durability. Ich glaube, die sollte ich kaufen. Dann ist sie zwar ein bisschen teurer, aber da habe ich die komplett repariert. Das ist ganz geil. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Saleva. Wir brauchen einen Alu-Splint. Wir brauchen Painkiller. Ich nehme mal was zu trinken und zu essen mit. Das geht schon so los, dass ich mich jetzt so weit ausrüste, dass ich einfach komplett weggeknallt werde. Ach so, bei dem Spiel kam ich ja raus. So eins. Okay. Filter bei Item. Ja, wir kaufen mal eins davon. Ich glaube, ich würde dir gerne Juice kaufen. Ich finde Saft irgendwie geil in dem Spiel. Keine Ahnung warum. Also ich trinke den gerne. So, Charakter. So, die Killerweste ziehen wir an. Dann Saleva knallen wir uns hier rein, mappen das auf die 4. Painkiller machen wir rein, mappen wir auf die 5. Juice nehmen wir mit. Ich muss mich noch healen. So, Heal All ist drin. Die Weste müssen wir noch reparieren. Ja, das machen wir hier. Das kostet 52.000. Matteo hat das Trading-Game aufgegeben, deswegen ist er so arm. Ich habe am Wochenende null Tarkov gespielt, also weder getradet, noch einen PMC-Run oder sonst irgendwas gemacht. So, okay, Lunchbox, dann nehmen wir das hier auch nochmal mit, nehmen die Cracker raus. So, ich bräuchte aber noch ein Backpack und... Oh Gott, Leute, ey. So, dann, wir brauchen also... Lass mal einen Berkut mitnehmen. Ich will jetzt nicht Overkill gehen. So, und dann brauchen wir noch... Was brauchen wir denn noch? Dieser komplette Riff, guck mal, was die bei Mechanic kostet. Ich kann die bei Mechanic nicht kaufen. Killer Armor ist viel zu teuer dafür, dass man schon 6er Armor kaufen, die viel besser ist, oder Gen 4. Aber die lässt sich halt geil reparieren. Seife, Headset? Ah, Headset. Seife nicht. Okay. So, Rucksack ziehen wir an. Den Splint machen wir hier rein. Das Headset. Ups. Headset ziehen wir auf. Brauche ich noch irgendwas? Fuck, ich habe ja ein komisches Scope drauf. Das will ich gar nicht. Ich habe zweimal das komische Scope drauf. Wo sind denn die normalen Scopes? Hier. Hier habe ich noch solche Scopes.
Monster nehmen wir mal raus. Und dann machen wir hier ein Red Dot drauf. Das Monster hier mal rein. Okay, gut. Dann. Was sind das für Mikrofone, die Bonja nutzt? Es sind Sennheiser. Die könnt ihr, glaube ich, unter Technik, Ausrufezeichen Technik, oder bonja.de/Technik finden. Ja. So, okay, nehme ich noch irgendwas mit. Essen, Trinken habe ich genug. Ich glaube, ich gehe so einfach rein. Der Kürbis sieht aus wie Matteo. Stimmt gar nicht, Mann. Ich habe ja zweimal Paracord, lol. Achso, das ist eins, was ich immer benutze. Okay, GG. So, na gut, dann versuchen wir mal Customs. Da habe ich Keys für Customs. Ich werde eh nicht in die Räume reingehen, aber trotzdem. Ja, ich habe ein paar Custom Keys dabei. Aber das hier sind... Ne, das ist ja der Market Room. So, den brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Den Rest lassen wir. Vielleicht gehen wir ja doch in die Räume rein. Nobody knows. Okay, so dann. Escape from Tarkov, PMC, Next, Customs, 9 Uhr. Baklava Matteo. Nein, nee. CMS. Ach, stimmt. Warum machst du nicht die Quest? Weil ich mache jetzt nur einen Run. Da fange ich jetzt nicht eine Quest an. Ja, ein CMS wäre eigentlich keine schlechte Idee. Das stimmt schon. So, CMS. Da, CMS-Kit ist hier. Gibt es hier volle CMS? Ja, das ist doch geil. Fuck. Okay. So, Character. Ist das CMS jetzt mehr wert als meine Muni? Nein, ist es nicht. Das heißt, wir machen es. Nee, ist es doch. Wir machen CMS also da rein und wir machen die Muni nach oben. Wir machen die hier nach oben. Dann haben wir hier 80 plus. Also 180 Schuss muss reichen, oder? Ich schieße eh nicht 180 Schuss. Ich werde sterben, bevor ich 10 Schuss verballert habe. So, next. Custom. 9 Uhr. Next. 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 Alles versichern. Yes, next, weiter. Ready, let's go. War klarweise aber ein Muss. Warum? Das Survival Kit ist viel günstiger, 115 Uses. Ist es wirklich günstiger? Also hochgerechnet. Wollte nicht jemand heute ganz besonders pünktlich abhauen? Ja, mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt mal eine Wette auf, eine letzte. Und das ist der letzte Run für heute. Der geht vielleicht nur eine Minute und dann kann ich direkt nach Hause. Survival Kit passt nicht in deinen Container. Ja, genau. Passt nicht in den Alpha. I know, I know, I know. Ey, Toro, was geht ab? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich mache jetzt die letzte Runde. Sonst hätte ich gesagt, lass zusammen ein bisschen roamen. Kamera ist auch schon unscharf, was? Hier. Okay, schließ die Wette. Schön zu sehen, dass die Haare noch dran sind. Hey, die sind ab, meine Haare. Die sind kurz, guck mal. Voll kurz. Hat er heute Trimble gespielt? Nee. Gestern. So früh zu, da gewinne ich ja kaum was. Ja. Soll ich sie mal aufmachen? Kann ich dieselbe Wette nochmal öffnen? Ist jetzt wieder offen. Immer noch kein PMC gekillt. Nee, aber ich habe ja auch keinen gesehen. Wenn ich jetzt einen PMC sehe, werde ich versuchen, auf ihn zu schießen, Chat. Also ich werde versuchen, auf ihn zu schießen. Ich werde nicht unbedingt auf ihn schießen. Ich mach zu, wenn du deployed bist sonst. Ja, nice. Geil, Mono. Dann mach du zu, wenn ich deployed bin. Und dann schauen wir mal, was wir in Spawn bekommen, wo es hingeht. Ich wette, du killst keinen PMC. Mann, ey. Ich habe
eine positive KD, was PMCs angeht in Tarkov. Glaube ich. Müssen wir gleich mal nachgucken. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Trigger macht echt Spaß. Ja, aber wenn ich jetzt einen PMC kille, dann banne ich dich ja. So, warte mal. Lass mal ganz kurz hier umstellen. Der Red Dot haben wir hier. Okay, warum kann ich hier nicht drüber? Hä? Oh, da sind Spieler. The fuck? Nee, es war ein Scav. Kann ich nicht aufmachen? War ein Scav, oder? Spawn da, Matteo. Ja, genau, aber... Fühl dich hör schlecht. Hundertprozent Spieler. Fuck my life. Ein Spieler, oder? Ich hab keine Granaten. Aha. Wo ist Frozen Freak? Das gibt einen Ban. Nee, war nur ein Joke. Das war der Typ, der da gespawnt ist, oder? Aber kommst du auch raus? Ja, darum geht's nicht. Ging nur um einen PMC-Kill. Habe ich gerade die Steps gehört? Die Syringe habe ich mitgenommen. Da waren Steps, ne? Okay.
Der erste war auch PMC. Was meint ihr, der erste? Ach, hier ist noch was. Eine Scheibette, geil. Den ersten, den du getötet hast, meint er. Nee, der erste, den ich getötet habe, es war kein PNC, oder? Der im mittleren Gang liegt. Können wir gleich mal gucken. Sah schon nach Spieler aus, immer. Echt? Ja, auf jeden Fall schauen. Wir gucken gleich mal. Wer da? Oder der? Big Red sind Schüsse, oder? Mann, warum mach ich immer die Dings? Ich will das gar nicht. Ich will das ja durchsuchen. Frage ist, will ich ins Big Red rein? Boah, guck mal. Lightbug. Ne, wir gehen nicht ins Big Red rein.
Ja, dann gehen wir mal über die Brücke. Gucken, ob wir da irgendwas sehen. Dachte, ich hätte gerade was gehört von einem Beschuss, oder? Shift W, was heißt Shift W? Rennen, oder was? Aber Rennen ist so... Rennen ist so fucking laut in dem Spiel. Ich renne echt nur ungern, also nur wenn es sein muss. Also wenn ich denke, ich will irgendwo... So hier jetzt zum Beispiel. Hier ist ein toter Scav. Fuck. Laufe ich hier Spielern jetzt hinterher, ist die Frage. Es kann halt sein, dass sie hier vorbeigekommen sind und auf dem Weg ins Dorm waren. Will ich ins Dorm? Nee, ich will nicht ins Dorm. Gogo, ich glaube an dich. Ja, aber das Problem ist allein im Dorm, ey. Das ist immer so ein Clusterfuck. Also auch wenn man... Also wenn man da reingeht und man wird in den Kampf involviert, dann kommen immer mehr Leute dazu. Dann kommen wir dann nie wieder lebend raus. Hab ich so das Gefühl. Schlüssel waren von vorne irgendwo, ne? Construction will ich nicht rein. Oh, ihr seid im Busch vor mir. Okay, das war eine leichte Überreaktion.
Okay. So, ein Tushanka. Sonst nichts. Ja. Okay, ich bleib mal kurz liegen, weil in der Mulde bin ich relativ safe. Ich lade mal kurz meine Magazine nach. Das ist voll. Matteo, morgen nicht nach Berlin? Ja, ja. Ich bin auch nach der Runde weg, Leute. Ich verliere nur mein Gear, dann gehe ich nach Hause. Trinken und Essen nicht vergessen. Ja, wir könnten uns einen Apple Juice reinballern. Hier sind viele Hidden Stashes. Wo denn? Für Steps? Da. Eigentlich war es nur ein Step. Machst du in Berlin, Matteo? Besuch. Besuch Max. Und wir spielen Division 2. War bestimmt ein Marked Room. Nee, das war so ein Step of Keys. Oder das hörte sich so an wie Keys. Hier bin ich schon so oft gestorben an diesen verdammten Gleisen, ey, bei diesem Zug. Fuck. So laut. Den Tank habe ich jetzt nichts gesehen. Sah nicht so aus, als wenn da viel los wäre. Es sind gerade 285 Likes auf Twitter, auf dem Twitter-Post. Matteo, da geht noch mehr. Muss dann noch mal eine Runde noch mal erwähnen. Ja, das passt schon. Das ist schon genug. In der Tanke? Nein, wo ist es? Da war doch gerade irgendwas im Busch neben mir, oder? Also nach meinem Buschgeräusch war da nochmal ein Geräusch.
Bin ich irgendwo ein Hidden Stash? Ah, ja. Müll. Müssten nicht die Leute, die auf der anderen Seite gespawnt sind, mir schon irgendwann entgegengekommen sein? Da vorne war ein Scav. Ich habe hier unten aber was gehört. Ja, hier ist einer. Der ist vor mir unten, oder? Waren zwar nur Scavs. Ich glaube nicht mal Scav-Spieler, aber warum waren die zu zweit? Also so eng zusammen. Also könnten Scav-Spieler sein, aber muss nicht. Ich guck immer und dann gucke ich nicht. Ja, das sind alles Scavs. So, jetzt habe ich noch die beiden Magazine. Ich würde jetzt gern. Warum war der gelootet? Dann waren die anderen beiden Scav-Spieler. Die beiden waren Scav-Spieler. Und haben den hier gelootet. Ja, der hat einen Pouch. Lol. Ja, das waren wirklich beide? Ich versuche bei dem auch die beste, weil wie gesagt.
Oh Gott. Keycard. Warum mache ich eigentlich in das Rig hier alles rein? Und nehme das Rig dann. Ist auch nur alles Crap, ne? Alles Bullshit, was ich hier... Was mehr wert, eine Ada oder eine AK-74? Schwer zu sagen, ne? Gott, jetzt komme ich nicht an den Rand, ich kotze. So, ist der Sniper da, ist die Frage. Der ist tot, oder? Warum liegt der so? Ist er tot? Warum liegt der so? Auch ein Scav, oder? Also, er hat keinen Pouch gehabt, das muss ein Scav gewesen sein. Da liegt. Was ist denn hier passiert? Okay, was ich nicht raffe. Warum sind jetzt zwei Tote, aber der Spieler ist nicht an mir vorbeigelaufen? Loote ich gerade hinter dem her, oder was? Boah, keinen Bock, den zu looten, um ehrlich zu sein. Schade um die Keycard. Als ob der eine Keycard hat.
Der wurde ja auch gelootet, den habe ich ja nicht gekillt. Fuck, Mann, wenn ich jetzt sterbe, ne? Oh. What? Steps. Der ist hier neben mir, Chat. Spieler. Steht direkt neben mir. Pack mal gleich in die Hose. Hä? Hey, what the fuck? Der war doch genau hier. Ach, das ist ein Extract oder was? Oh Gott. Adam, die Keycard. Boah, ich habe gerade eben nochmal voll Puls bekommen, als der Typ direkt neben mir war. Aber ich dachte, ich will jetzt nicht einfach um die Ecke pushen und schießen, sondern ich warte, bis er weiterläuft. Ich wusste nicht, dass er ein Extract ist, sonst hätte ich es einfach gemacht. Okay. Ja, der eine war normaler PMC. Und ich glaube, zwei Scuff-Spieler waren dabei. Ja. Der Schwadron solide ran. Noch eine Runde wäre nett. Ne, ich schicke euch jetzt weiter an jemanden, der auch Tarkov spielt. Dann könnt ihr euch da Tarkov ansehen. Ich muss sagen, so ein bisschen Spaß macht Solo ja schon. Ist halt sehr aufregend. Wenn man, ich löse mal aus, wir haben es geschafft. Wir hatten sogar einen echten PMC-Kill. Hätte ich nicht gedacht. Danke, danke, Chris Alreiner. Danke.
Solo ist so aufregend. Ja, Solo ist mega aufregend. Ich habe gerade eben, also wenn wir mir einen Pulsgurt angelegt hätten und gerade eben, als der Scuffspieler direkt neben mir war, habe ich direkt so mein Herz schlagen gehört. So bam, 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 bam. Okay. So, dann gehen wir mal hier raus. Okay. Ja, Mario hosten können wir machen, wenn er streamt gerade. Ja. Gute Reise nach Berlin, danke dir. Ich mach mal voll. Also ich habe nur Crap dabei, ganz ehrlich. Nee, wir haben eine Keycard noch rausgeholt, ist gar nicht so schlecht. Und 500 Euro, das ist auch gar nicht so übel, oder? 500 Euro sind doch über 50.000 Rubel, oder? Ja, was geht in Berlin? Ich bin bei Hand of Blood, wir spielen Division 2. Hot Rods auch. Was meint ihr mit Hot Rods? Syringe ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, meintet ihr ja gerade, ne? Dann haben wir nochmal 10.000 Rubel. Ja, ey. Hätte schlechter laufen können. Genau. Okay, gut, dann gehen wir mal hier raus und dann schauen wir mal, wen wir raiden.